Bis jetzt ist es so hervorragend gelaufen, mit einem super Start in Russland und weiteren guten Resultaten. Es läuft sehr gut und ich bin sehr zufrieden und zuversichtlich, jetzt auch für den Januar. Bei den Männern haben wir leider ein paar Ausfälle gehabt, mit dem Nevin und dem Dario. Übrig geblieben ist noch der Kasper Flütsch, der von einer Verletzungspause zurückkommt. Dafür haben wir auf der Frauenseite ein sehr starkes Team und sind sehr zuversichtlich, dass wir hier regelmässig Top-Podestplätze rausfahren können. Für den Heimweltcup müssen wir sicher schauen, dass wir unseren Job machen, wie sonst auch immer, uns nicht ablecken lassen. Das denke ich aber nicht, dass das ein grosses Problem wird sein. Es ist ein Rennen wie alle anderen auch und freut uns natürlich, dass wir vielleicht möglichst viele Zuschauer werden haben am Rennen. Ja, also mein Saisonstart ist sehr gut verlaufen. Ich war schon zweimal auf dem Podest im Weltcup und erhoffe mir natürlich jetzt auch für den Heimweltcup in der Schule wieder auf dem Podest zu stehen und ja, vor Heimpublikum das können zu feiern. Ja, Stärken ist sicher ja, mentale Stärke, die ich können verbessern auf diese Saison, dass ich wirklich im Kopf den Fokus besser behalten kann vor dem Rennen und nicht mehr ganz so nervös bin. Der Heimweltcup in der Schule ist für mich mega cool, weil halt mega viele Fans von mir kommen und es ist für alle mega nah. Es macht huren Spass, hier in der Schweiz ein Weltcuprennen zu haben. Momentan bin ich am meisten am Arbeiten, dass ich bei mir bleibe während einem Rennen, nicht irgendwie abgelenkt werde, sondern mich aufs Rennen konzentriere und dass ich die Läufe auch durchziehen kann, so wie ich das gerne möchte.